Hallo zusammen. Viele von Ihnen haben das Jahr als sehr herausfordernd empfunden. Und Sie werden sich sicherlich fragen, genauso wie ich, wo gehen wir eigentlich hin mit der katholischen Kirche? Und natürlich die Frage, die dahinter steht, wo geht die KfD hin? Was wird aus uns? Der Missbrauchsskandal hat in den letzten Monaten, eigentlich in den letzten Jahren, große Schlagzeilen gemacht. Er hat uns getrieben. Und ja, es sind so fürchterliche Dinge ans Tageslicht gekommen, die uns fast sprachlos machen. Aber sprachlos dürfen wir nicht werden. Es ist unsere Aufgabe, unsere Pflicht, unsere Verantwortung als katholischer Frauenverband, den Finger in die Wunde zu legen und denen eine Stimme zu geben, die kaum eine Stimme haben, nämlich den Missbrauchsopfern. Wir müssen an diesem Thema dranbleiben und diejenigen, die Verantwortung getragen haben für den Skandal, den Missbrauch begangen haben, die müssen dafür gerade stehen. Natürlich ist das Jahr auch von Corona geprägt gewesen. Aber ich habe immer so das Gefühl, Corona ist doch viel mehr als diese Zahlen, diese Statistiken, das, was wir abends in den Tagesschau hören. Corona wirft uns doch auf das zurück, was für uns Christen wichtig ist. Wo sind unsere Werte? Fangen wir an mit Liebe, die Nächstenliebe, die Fürsorge, das gute Miteinander. Ja, und vielleicht auch der Verzicht. Alles das gehört zu Corona und das kommt jetzt auch für uns Christen wieder ans Tageslicht. Und wenn wir jetzt an Weihnachten denken, dann bedeutet natürlich Corona auch erstmal Verzicht. Wir werden unsere nächsten Angehörigen vielleicht gar nicht sehen. Aber ist Weihnachten nicht für uns viel, viel mehr, als nur mit den Angehörigen zusammenzusitzen? Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall, dass Sie Weihnachten in Zuversicht begehen können, dass Sie es vielleicht genießen, ein wenig mehr Ruhe zu haben. Lassen Sie sich es gut gehen an Weihnachten und denken Sie an das, was wirklich wichtig ist für Weihnachten. Und wenn Sie mich fragen, was wird denn aus uns, was wird aus uns katholischen Frauen in diesen Zeiten, da ist die Antwort ganz klar. Wir sind eine große Gemeinschaft und wir werden eine Gemeinschaft bleiben. Wir sind überall da, wo sich Frauen treffen. Wir sind der Frauenort in der katholischen Kirche. Und solange es die katholische Kirche gibt und solange es glaubende Christen gibt, wird es auch uns geben. Das schaffen wir nicht alleine, das schaffen wir nur gemeinsam. Dafür brauchen wir auch Sie und wir sind Ihnen dankbar, dass Sie uns und wir Sie hoffentlich auch in den letzten Wochen und Monaten und in diesem Jahr so gut unterstützt haben. Feiern Sie gesegnete Weihnachten. Wir sehen uns im nächsten Jahr.